Wir sind heute hier bei Live from Earth Action Days. Es wird Archive Merch verkauft, deutsche Kulturgeschichte, extrem interessante Pieces. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich würde sagen, wir machen einfach gleich mal einen Rundgang und gehen hoch. Es ist extrem schwer hier zu finden. An meinem ersten Arbeitstag habe ich das eigentlich nur durch Zufall gefunden. Also ich wäre fast zum Bewerbungsgespräch zu spät gekommen. Hier haben wir die Skate Ramp. Hangout Area. Hier ist der legendäre Jakob Bauernfeind. Sehr, sehr fokussiert auf Playlists, Bro. Hier haben wir Felix. Der ist ein Druck. Machen wir hier die ganzen iconic Life from Earth Logos. Hier ist volle Power heute. Hier macht Caro. Hier ist Stitching. Auch sehr schön. Du hast einmal einen Teufel, Engel, Herz, Stern. LFE. Dann mein Chef, der coolste Chef auf der Welt. Hallo. Schau mal hier die Iconic Poster, das ist Geschichte. 2017 war das, glaube ich. Young Horn, da war Rin sogar noch beim Label. Hier das Plakat ist auch sehr krass. Das feiere ich sehr. Und das hier ist meine Station. Man nennt mich hier auch den Heat Press Gott. Es gibt Legenden im Lande, von Berlin bis nach Frankfurt. Was wollen wir, weiß oder schwarz? Ich würde sogar weiß sagen, glaube ich. Ja? So, Schritt 1. Platziere das T-Shirt auf der Heatpress. Schritt 2. Such dir deine Folie aus. Ich würde mal sagen, wir machen die hier. Schritt 3. Hitze. Schritt 4. Drücken. Und ihr könnt jetzt das Like und das Abo drücken. Den hier finde ich auch ganz cool, so Young Horn Anime. Gibt mir auch Siberia Hills Vibes. Ganz viel Geschichte, alles von 2017 bis jetzt. Ich habe mal letzten Sommer, mussten wir, der Kollege da, der da drüben, der gibt mir Aufträge, da musst du 600 Schuhe machen mit der Heatpress. Und dann stehst du hier 40 Grad und sitzt hier mit dieser Hitze und machst 600 Adidas-Schuhe, habe ich dann gemacht, Digga. Das war ein Hustle auf jeden Fall, was man nicht alles tut, ha? Ja, von nichts kommt nichts, ne? Ja, von nichts kommt nichts. Seid euch nicht zu schön für keinerlei Arbeit. Jeder fängt mal klein an. Macht alles mit Leidenschaft, egal was ihr macht. Macht's mit Leidenschaft, macht's mit Selbstbewusstsein. Hochmut kommt vor dem Fall. Selbst wenn euer Job ist, den Müll wegzubringen, dann macht das so cool es geht. Ja, was ist das? Bleach. Ich hab Bock. Den 9L. Bleach. Nicht trinken, Kinder. Nicht nachmachen. Wir sind Profis am Werk. Trinkt euer Chef auch Martin Rose? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir es so in der Art machen, ist geil, ja, oder? Ja, voll, voll. Es kommt. Man merkt schon hier langsam, wie die Farbe rausgezogen wird. Boah, dieser Wind. Das ist arktisches Wetter hier. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Lustige Story, als ich neu in Berlin war, hat Live from Earth ein Pop-Up gemacht. Und da bin ich damals hingegangen und habe den Musikvideo von mir gezeigt. Meinen jetzigen Chef. Das war vor 5 Jahren. Und jetzt stehe ich hier und mache Vlogs und Bleach-Hoodies. Live ist verrückt, Leute. Oh, schau mal. Nice. Das ist der LFE-Schutzengel. Schöne Musik, coole Leute. So gefällt mir die Arbeit. Was wird da gerade gesketcht? Sehr cool. Hat sie alles selber gesketcht. Der hier gefällt mir am besten. Jede Art von Polizei, Transportmittel, die du dir vorstellen kannst, in Flammen gesetzt. Da können wir auch eins auf eine Cap machen. Die ganzen Berghain-Event-Poster von unserem sehr talentierten Grafikdesign-Team. Ihr seht sogar schon, die sind sold out. Ich glaube, dieses Poster hier gefällt mir aber am besten. Hier haben wir einen Vlog gedreht. Wer sich an den Vlog noch erinnern kann, da wurde von mir und meiner Freundin das Zelt überflutet. Shoutout auch an Fabi hinter der Kamera. Dank ihm werden dieses Jahr die Videos extrem aussehen. Schauen wir mal, meine Freundin hat mir gerade was geschickt. Der arme Dude, Bro. Der hält hier nur Stellung. Du kannst uns kurz zeigen, was du gekauft hast. Der Beanie. Neu Release. Und das Magazin von Young Horn.
Ah, Classic. Sehr cool. Wie fandest du den Pop-Up? Freunde. Cool, auf jeden Fall cool. Ja? War cool, das mal alles hier zu sehen. Alte Pieces, neue Sachen. Ja, einfach ein spannendes T-Shirt geholt. Ich meine, das ist ja eh schon sehr laut, das T-Shirt. Stimmt, ja. Aber sieht geil aus, passt zu deinen Ohrringen, merke ich gerade. Dankeschön. Haute Coquille. Danke euch. Aber aufpassen, sind 160 Grad. Muss aber ehrlich sagen, fühlt sich nicht an wie 160. Da kannst du mal anfassen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Mäßig. Ich würde sagen, sieht ganz cool aus. Schau mal, der hier. Dass da, weil kein Druck mehr drauf war, sind da mehr so Tropfen drauf. Welchen findet ihr am coolsten, Leute? Vielen Dank. Ciao. Pizza Tonno, was ist eure Lieblingspizza? Meine ist Thunfisch. Beste Pizza, die es gibt. No cap. Digga, guck mal hier, Fit Breakdown kurz. Was ist das für eine Kette? Deutsche. Und das hier, das ist, ich weiß nicht, was das ist, aber wow, das ballert. Die Magic. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Danke an Fabi hinter der Kamera. Danke an Live from Earth. Ich liebe euch über alles. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert, um nichts zu verpassen. Ihr wisst Bescheid. Komm mal her. Bist du das? Hier. Cousin. Oh. Verwechslung. Verwechslungsgefahr. Ehrlich? Nein. Ey, du bist der Star, kleiner Mann. Kann ich ein Autogramm haben? Sir? Jo, Digga, das wirkt voll nah, Alter. Fühlst du dich eigentlich beobachtet so? Wenn ich so mache? Ein bisschen fühle ich mich beobachtet, ja. Ja, das. Müsste mal vielleicht zensieren? Ich hasse den Huren auch.